Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Heute sind wir mal draußen, ihr seht's, und wir wollen ein bisschen mit Licht malen, also Lightpainting. Aber jetzt nicht mit einer Taschenlampe, mit einer Kerze oder sonst irgendwas, sondern wir malen quasi mit glühenden Metallspänen. Wie das Ganze funktioniert und wie ihr damit richtig coole Fotos macht, das erkläre ich euch wie immer im Video. Was brauchen wir jetzt also, um unseren Funkenflug so richtig in Gang zu bringen? Damit es überhaupt funktioniert, braucht ihr solche Stahlwolle. Das ist so eine quasi eine Schleifwolle, gibt es im Baumarkt. Nimmt man zum Beispiel dafür, um Sachen abzuschleifen, Holz, Metall etc. Die gibt es in verschiedenen Stärken, sprich in Feinheitsgraden. Den allerbesten Funkenflug bekommt ihr, wenn ihr eine ganz, ganz feine Stahlwolle nehmt. Ich habe hier eine, die hat die Bezeichnung super fein. Da gibt es auch je nach Hersteller eine andere Bezeichnung. Es gibt auch Stahlwollen, da steht zum Beispiel 3x eine 0. Das steht dann für super, super fein. Damit wir das Ganze quasi einen Käfig dafür bilden, um das zusammenzuhalten, habe ich hier einen Suppenquirl, sagen wir mal, einen Schneebesen. An dem Schneebesen selber habe ich nochmal, in meinem Fall hier ein Lautsprecherkabel befestigt. Hat den Grund, dass selbst wenn es ein bisschen heiß wird, nicht abfackelt, denn wir haben ja hier einen Kern drin, also einen Metallkern, quasi das eigentliche Lautsprecherkabel. Und da ich das Ganze nachher ein bisschen in dieser Art, ich zeige es euch mal, schwingen werde, so, hat sich das bei mir am besten rausgestellt. Kann ich reißen, ist super reißfest und hat für mich die besten Ergebnisse. Ich nutze das Ganze auch schon eine Weile. Wenn wir uns hier mal meinen Schneebesen angucken, der hat schon einiges an Feuer gesehen. Und wie ihr das Ganze jetzt am besten macht, wie ihr die Stahlwolle hier drin verstaut, das zeige ich euch jetzt mal. Den Schneebesen, den nutzen wir jetzt quasi als Gehäuse, als Käfig für unsere Stahlwolle. Von der Stahlwolle reißt ihr euch einfach ein Stück ab. Und das Ganze macht ihr ein bisschen fluffig, ein bisschen luftiger machen. Und dann steckt ihr es hier in den Schneebesen rein. Da wir hier mit Feuer spielen und das wirklich auch ein bisschen gefährlich werden kann, empfehle ich euch auf jeden Fall, zieht euch Handschuhe an. Handschuhe als Sicherheitsvorkehrung, denn wenn ihr hier das glühende Metall auf die Finger bekommt, das ist sehr unschön und kann schnell zur Verbrennung führen. So, ich zeige euch jetzt mal, wie das Ganze hier glüht. Also die Stahlwolle an sich wird nicht brennen, aber sie glüht halt und sie glüht vor sich hin. Wenn wir jetzt hier mal ein Feuerzeug nehmen, dann seht ihr schon, entstehen hier schon Funken. Das Ganze glüht. Es fängt nicht richtig an zu brennen, sondern es glüht nur. Und wenn wir jetzt in das Ganze ein bisschen Bewegung reinbringen, wie wir es nachher machen werden, wir warten noch ein kleines bisschen, weil es noch ein bisschen hell, dann kriegen wir super Späne. Ihr seht das hier auch so, können wir mal machen. Dann seht ihr hier, dann fliegen hier schon Funken weg und die wollen wir nachher auf dem Foto drauf haben. Ihr könnt natürlich verschiedene Lichtbilder erzeugen und das kommt ganz darauf an, wie ihr den Schneebesen jetzt nachher rotieren lasst. Ihr könnt ihn vor euch rotieren lassen, so. Dann bekommt ihr vorne einen Kreis und auch die Funken werden immer im Kreis fliegen. Oder man kann sie zum Beispiel auch über sich rotieren lassen. So, gibt auch einen interessanten Funkenflug, aber ihr müsst halt ein bisschen aufpassen. Ihr habt es schon gesehen, ich habe auch alte Sachen extra angezogen, denn wenn ihr hier mal die Funken abkriegt, habt ihr auch gleich unter Garantie ein Loch in den Klamotten. Also ein bisschen aufpassen, wie gesagt, Handschuhe. Ich werde mir nachher auch noch eine Schutzbrille aufsetzen, um die Augen ein bisschen besser zu schützen. Da solltet ihr wirklich aufpassen. Am besten ist auch eine Kopfbedeckung, dass die Haare nicht anfangen zu glühen oder abzubrennen. Das ist wirklich Vorsicht geboten. Wie sind jetzt meine Kameraeinstellungen? Also ganz wichtig ist, dass wir auf jeden Fall erstmal manuell fokussieren. Das heißt, ich habe mir den Punkt schon vorher ausgesucht, habe den anfokussiert und mein Objektiv auf manuellen Fokus gestellt. Wenn wir den Funkenflug nachher haben, dann wird es schnell hell und dunkel. Das kann sein, dass eure Kamera da Schwierigkeiten mit hat. Dann haben wir eine lange Belichtungszeit. Ich werde 25 bis 30 Sekunden nachher belichten. Ich werde beides mal probieren und mal schauen, wo ich das beste Ergebnis habe. Auf jeden Fall brauchen wir eine lange Belichtungszeit, um möglichst viele von den fliegenden Funken einfangen zu können. Dann nehmen wir eine Blende 8. Wir können ruhig ein bisschen Schärfentiefe hier gebrauchen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und ISO auf jeden Fall ISO 100. Haben wir so wenig wie möglich Bildrauschen und bei einer Belichtungszeit von 25 bis 30 Sekunden nachher, ich denke mal, ich werde eher 30 Sekunden belichten, ist auch der ISO 100 überhaupt gar kein Problem. Wie gesagt, ich kann es nicht oft genug sagen, das kann wirklich zu leichten und schweren Verbrennungen führen. Ich habe hier Schutzbrille. Nehmt euch die, holt ihr euch im Baumarkt, kostet ein paar Euro, ist auf jeden Fall gut investiertes Geld, weil ihr habt nur ein paar Augen und wenn ihr da einen Funken reinkriegt, dann habt ihr da auf jeden Fall einen bleibenden Schaden. Handschuhe, zieht alte Klamotten an, Käppi habe ich auf zum Schutz der Haare und habe hier auch die Kapuze ein bisschen hochgezogen, dass mir hier keine Funken hinten reinfliegen können und quasi ich auch keine Verbrennung habe. Also, Brille aufsetzen, dann gehe ich ein kleines Stück zurück und dann machen wir mal die ersten Bilder zusammen. So, versuchen wir unser erstes Foto. Wir zünden jetzt die Stahlwolle mal an. Mal schön gleichmäßig von allen Seiten, dass sich hier auch glüht. Und dann müsst ihr euch ein bisschen beeilen. Und dann könnt ihr das Ganze schon mal einmal drehen.
Und dann seht ihr schon, haben wir einen richtig geilen Funkenflug. Und davon schauen wir uns das erste Bild gleich mal an. Also ihr seht, Grundprinzip ist schon da, aber es ist halt noch ein bisschen zu hell. Wir warten jetzt noch, dass die Sonne komplett weg ist, dass wir ein bisschen dunkler das ganze Bild bekommen. Und dann können wir ein bisschen länger auch belichten und dann kommt auch der Funkenflug wesentlich besser zur Geltung. Ihr seht, wie gefährlich das ist. Hier hat sich nämlich in dem Schneebesen, haben sich hier schon so eine Metallspäne, verkokelte Metallspäne gebildet. Also die wollt ihr definitiv nicht abbekommen. Deswegen schön vorsichtig sein beim Ganzen. Das sind so fest hier gegangen. Ab doch jetzt. Okay. Ihr seht also, mit Zubehör für wirklich ein paar Euro nur, könnt ihr mega coole Lichtbilder erzeugen, mega geilen Funkenflug ohne technischen Aufwand oder sonst irgendwas. Ihr braucht dafür kein Lightroom zum Nachbearbeiten, sondern die Bilder kommen wirklich schon so genial aus der Kamera. Vielleicht habt ihr selber schon mal solche Fotos gemacht, solche Lightpainting-Fotos, auch hier mit Stahlwolle. Dann schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie eure Einstellungen zum Beispiel bei der Kamera waren, wie lange habt ihr belichtet oder wo habt ihr diese Fotos gemacht. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Und wenn wir uns in einem meiner nächsten Videos wiedersehen wollen, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. In diesem Sinne, bis dahin. Und ich werde jetzt noch ein paar Fotos machen.